Willkommen im schönen Wörschachwald, unserer letzten Station mit Blick auf den Grimming, einem steten Begleiter. Umgeben von Höfen, Weiden und Wäldern konnten wir die Ruhe bis zum letzten Moment genießen. Diese idyllische Einsamkeit hat den Vorteil, dass sich der Nachthimmel von seiner prächtigsten Seite zeigen kann. Also, heute Nacht hat es wieder geregnet. Ah ja, wir sind umgezogen und wohnen jetzt in Zleim im Wörschachwald. Sind jetzt auf die Tauplitz raufgefahren und jetzt klettern wir gerade auf den Draveng. Ein schöner Aussichtsberg, sehr vielversprechend, wie man sieht. Der Draveng ist ein 1981 Meter hoher Berg im Toten Gebirge, den wir von der Tauplitzalm aus bestiegen haben. So manches Gipfelbuch ist schwer erreichbar. Nach der herausfordernden Kraxelei genießen wir den gemütlichen Spaziergang um die Seen auf der Alm und schauen den Enten beim Planschen zu. Thank you.
vorletzte Wanderung führte uns vom Grundesee über einen schmalen Weg zum vorderen Lahngangsee. Die anschließende Abkühlung im Grundlsee hat sich angeboten. Wir sitzen am Ende vom vorderen oder hinten? Vorderen. Vorderen. Vom vorderen Langgangsee. Sisi. Langgang. Langgangsee. So, Langgangsee. Wir haben einen Almauftrieb gesehen. Verfolgt. Verfolgt, ja. Dann haben wir es überholt. 3 Minuten lang nicht einmal hat es geregnet, glaube ich. Grad. Hier am See. Hier am See. Da. Mhm. Sonst ist es der erste wirklich schöne Tag. Seit langem. Fische hüpfen aus dem See raus. Mhm. Auch die Kleine. Ja. Aber mehr gibt's nicht, ne? Nein. Erzähl mal was. Wir sitzen jetzt am Feldl. Waren vorher schon am... ich hab's gerade vergessen. Auch. Oi. Schauen wir noch. Stein. Nein, Kasch. Wo ist die Richtung? Ja, jetzt will ich ruhig weiter. Wir waren zuerst am. Hechelstein. Ich glaube, der heißt nur Hechel, oder? Hechelstein. Heißt der Hechelstein? Hechelstein. So weiter drüben. Hechelstein, 1815, korrekt. Spannender Weg, anstrengend, aber nicht fad, abwechslungsreich, mal ein bisschen klettern, mal ein bisschen hatschen, viel Ausblick heute, gute Sicht, Dachstein haben wir gesehen, den Grimming wie immer, alles da drüben, Taublitz ist hinter uns. Und den, ich weiß nicht, ob man sieht, vielleicht. Und den, wie hat der geheißen? Traveng. Traveng. Wo wir vorgestern waren. Die letzte Wanderung begann beim Wörschachwalder Hof, führte uns erst durch den Wald, dann über einen steilen Hang zum Kamm, der uns nach links zum ersten Gipfel, dem Hechelstein, führte. Ein abwechslungsreicher, leicht fordernder Weg, die Belohnung ist der traumhafte Blick bis zum Dachstein. Thank you.
das da unten ist der Wörschachwald. Da sind wir daheim, irgendwo zwischen die Bäume. Da müssen wir jetzt noch runter. Da ist gerade eine Regenwolke drüber gezogen. Ja, die zieht jetzt Richtung Lietzen. Die haben es verdient. Man sieht es eh. Uns hat sie gestreift. Und jetzt geht es weiter durch den Grieser Urwald. Da das Wetter sehr unbeständig war, entschieden wir uns für eine Kanufahrt am Salzer Stausee. Ausnahmsweise hatten die Füße Pause und die Arme mussten die 8 Kilometer lange Paddelei bewältigen. Wo sind wir hier? Am Salzer Stausee bei Bad Mitterndorf. Kurz vor der Staumauer. Genau, die ist da hinten. Kurz danach kommt der Salzer Wasserfall, wo wir schon waren, wo sich die lustigen Menschen abgeseilt haben. Da fahren wir nicht runter? Nö, darf man auch nicht. Wir sind jetzt bis hierher 4,2 Kilometer gefahren, die müssen wir jetzt noch zurück, bevor es dunkel wird. Hurra!